Herr Dr. Fürst, heute Pressekonferenz im Burgenland. Es geht um die momentan sehr unerfreuliche Situation. Viele Menschen, nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Wirtschaftsmigranten, kommen über die Landesgrenzen. Für die Menschen vor Ort im Burgenland natürlich eine große Belastung, auch für die Menschen, die auf der Flucht sind. Wie ist denn die aktuelle Situation hier im Burgenland? Das ist sehr prekär. Also wir weisen ja schon seit Monaten darauf hin, wir haben leider kein Gehör gefunden beim Innenminister. Wir haben Briefe geschrieben, schon vor einigen Monaten. Der Herr Innenminister hat das als parteipolitisches abgetan. Das ist eigentlich ein Skandal. Die Frau Bundesministerin Tann hat überhaupt nicht geantwortet. Wir im Burgenland sind sehr weltoffen. Wir haben wirklich hier eine große Toleranz und sind da sehr unterstützend unterwegs. Aber aufgrund jetzt auch der Menge, die zu uns kommt von Menschen, jetzt letzte Woche waren es 3.500, ist es so, dass die Geduld auch der Bevölkerung am Ende ist und wir den Druck auch spüren, dass einfach nicht mehr geduldet werden will, dass halt Frauen sich nicht mehr am Abend joggen gehen trauen und vieles mehr. Also viele Einschränkungen. Wir wollen natürlich, das muss man einfach sagen, auch noch nicht viel passiert ist. Aber auf das will man jetzt auch nicht warten. Sondern die Menschen, die zu uns kommen, die sind komplett erledigt, weil sie da lange Fußmärsche haben, tun auch nichts, aber es ist natürlich sichtbar und spürbar. Und was natürlich dazu kommt, ist, dass unsere Quartiere voll sind. Und im Burgenland wissen wir, wenn bei uns die Quartiere voll werden, wir erfüllen die Quote mit 103%, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sozusagen das auf ganz Österreich dann überschwappt. Und wir finden kein Gehör. Und ich glaube, das ist, was die Bevölkerung jetzt massiv verstört, dass einfach die Bundesregierung nicht reagiert. Sie haben schon gesagt, das Burgenland ist neben Wien das einzige Bundesland, das diese Quote auch tatsächlich erfüllt. Warum glauben Sie, wird vor allem seitens des Innenministers dem Ganzen wenig bis gar kein Gehör geschenkt? Ja, also die ÖVP kann es nicht. Sie hat ja bewiesen, dass sie das Innenressort nicht im Griff hat. Wir haben ja, also der Innenminister Kahner kommentiert ja täglich das eigene Scheitern von Nehammer und Co. Und dass er jetzt hergeht und einfach menschenunwürdige Zelte aufstellt, das ist ein reiner Showakt, wie es halt die Türkisen und die ÖVP immer macht, wenn es heiß wird, jetzt im Zuge der, oder im Vorfeld der niederösterreichischen Landtagswahl, um vorzugaukeln und etwas zu konstruieren, was nicht da ist, weil wir hätten ja die Quartiere in den Ländern, die noch zur Verfügung stehen, aber trotzdem, wir müssen einfach schauen, dass nicht diese Menschenmassen zu uns kommen, dass man im Vorfeld versucht, Maßnahmen zu ergreifen. Da hat man viel versäumt, das muss man einfach sagen. Und jetzt gibt es auch keine einfachen Lösungen für das Thema, aber die beste Lösung ist, dass man darüber redet und dass man einfach Maßnahmen auch ableitet. Und was die Grünen in dem Zusammenhang tun, nämlich sie schweigen auf der einen Seite zu den Zelten, was der Koalitionspartner macht und empören sich aber gleichzeitig, wenn wir darauf hinweisen, seit Monaten, dass viele, viele Menschen über die Grenze kommen, illegal, und das passt einfach hinten und vorne nicht mehr zusammen, und das hat die Bevölkerung satt. Jetzt haben die Grünen ja vorgeschlagen, dass es beispielsweise statt Zelten Container geben könnte. Nein, das ist also dass man überhaupt in Österreich sowas diskutiert, ist, finde ich, eine Katastrophe. Das ist einmal, wenn die Menschen schon da sind, dann muss man sie anständig versorgen. Das ist überhaupt keine Diskussion. Die Situation ist natürlich, dass Österreich seit Jahren hindurch hauptbetroffen ist, was jetzt Asylwerber und Asylberechtigte betrifft. Immer die Nummer 2 nach Zypern, über Jahre hindurch, wo wir die meisten Asylanträge haben. Und unsere Kapazitäten sind schon am Rande. Die Justizanstalt Eisenstadt zum Beispiel schreit schon seit Monaten wegen Überbelag. Da sitzen mittlerweile 70% der Insassen sind dort Schlepper. Ja. Die Beamten werden nicht gehört. Die grüne Justizministerin Zadic ignoriert das schlichtweg. Und das geht nicht. Wir finden jetzt schon fast keine Quartiere mehr. Wir haben jetzt über 3.000 Menschen in der Grundversorgung. Das ist so viel wie 2015. Und es wird ganz schwierig, überhaupt Quartiere jetzt zu finden. Und der Strom reißt auch nicht ab. Und das ist das, was die Bevölkerung auch sieht und spürt. Und insofern ist diese Verzweiflung da und der dringende Appell an die Bundesregierung, hier endlich zu handeln. Ja.